Vor Mindelo ist es sehr unruhig. Deshalb wollen wir uns vor dem Start eine ruhigere Bucht suchen. Die Rechnung geht nicht auf. Es wird immer bewegter und wilder. Und am Ende haben wir bis zu 45 Knoten auf der Nase. Ankern ist nicht möglich. Zurück keine Option. Also drehen wir ab und starten unverhofft Richtung Westen, etwas früher und mit viel mehr Welle als geplant. Die Delfine besuchten uns gleich am ersten Abend. Wir haben so viel Bewegung an Bord, dass der Kapitän in der Küche ausrutscht. Ich flicke seekrank, um vom Patienten festgehalten, eine große Platzwunde an der Stirn. Am zweiten Tag fangen wir einen langen und starken Mai-Mai. Stefan kommt ohne Gehirnerschütterung davon und die Wunde entzündet sich nicht. Dieser Frachter wird die einzige Bootssichtung auf unserer gesamten Überfahrt sein. Sonnenauf- und Untergänge wechseln sich ab und nachts beleuchtet der Vollmond wie eine Laterne die Umgebung.
Dicke Regenwolken ziehen über uns hinweg. Man sieht sie hier sehr schön auf dem Radar. Danach belohnt uns ein Regenbogen. Dann knickt plötzlich mit einem lauten Knall der Spinnhackerbaum. Aufwendig wird er geteilt und fest am Bug verschnürt. Nun kommen wir oft nur noch mit einem Segel voran und müssen vor dem Wind kreuzen. Wenn es zu wild wird, verlege ich die Küchenarbeit ins Cockpit. Thank you.
Langeweile muss man auf so einer Überfahrt aushalten können. Nach 11 Tagen und 23 Stunden erreichen wir Martinique.